Die neue Bundesaußenministerin Baerbock ist bereits kurz nach ihrer Vereidigung zu mehreren Antrittsbesuchen aufgebrochen. Gestern Paris und Brüssel, heute Polen. Dort bekannte sie sich ausdrücklich zur deutsch-polnischen Freundschaft. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen Rau standen aber auch strittige Themen auf der Tagesordnung, etwa die Rechtsstaatlichkeit Polens, die Lage an der Grenze zu Belarus oder auch Warschaus Ablehnung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Freundlicher Empfang in Polen. Sogar Präsident Duda nahm sich Zeit für die Begrüßung der neuen deutschen Außenministerin, bevor sie sich mit ihrem polnischen Amtskollegen Rau traf. Im Vordergrund des ersten Besuchs stand die enge Beziehung zwischen Polen und Deutschland. Nicht selbstverständlich sei das, angesichts der unermesslichen polnischen Opfer während des Zweiten Weltkriegs. Ich bin deswegen vor allen Dingen hier, um auf diese Freundschaft aufzubauen, in der Ehrlichkeit, ein offenes Wort, immer im Mittelpunkt steht und stehen muss. Und so wurde auch über Rechtsstaatlichkeit in Polen und die humanitäre Lage an der Grenze zu Belarus gesprochen. Unklar mit welchem Ergebnis. Ihrem polnischen Gegenüber war wichtig, die Gefahren Russlands in der Ukraine-Krise zu betonen und fordert erneut das Aus für die Pipeline Nord Stream 2. Polen wird immer die Schließung dieses für Europa schädlichen Projekts fordern. In dieser Sache wird sich unsere Politik nicht ändern. Außerdem wiederholte er die Forderungen seiner Regierung nach Kriegsreparationen. Nach dem offiziellen Treffen gab es noch eine Begegnung mit Vertretern der polnischen Zivilgesellschaft hinter verschlossenen Türen. Für Annalena Baerbock war diese Reise der erste direkte Kontakt als Außenministerin mit dem wichtigsten europäischen Nachbarn im Osten. Seit Mittwoch ist die Ampelregierung erst im Amt und will mit ihrer Politik neue Impulse setzen. In der Außenpolitik ist das nicht ganz einfach. Dort seien auch Kontinuität und Verlässlichkeit wichtig, sagte Außenministerin Baerbock im Tagesthemeninterview mit Ingo Zamperoni. Mit Blick auf Europa sei aber klar, das Fundament der EU stehe nicht zur Debatte. Es war ein schneller Wechsel von der Oppositionsbank aufs internationale Parkett für die grünen Politikerin. Natürlich ist Regierung was anderes als Opposition, weil man natürlich eine andere Rolle wahrnimmt. Und mir war wichtig, jetzt an meinen ersten Tagen als Ministerin nicht erstmal lange Zeremonien zu machen, sondern gleich ins Arbeiten einzusteigen, angesichts der Krisen, die wir leider in der Welt, aber auch rund um Europa haben. Und da waren jetzt die unterschiedlichen Orte, Brüssel, Paris und auch Warschau, mir persönlich sehr, sehr wichtig, sozusagen im Herzen Europas auf der einen Seite sich vorzustellen, auf der anderen Seite über Gemeinsamkeit zu reden, aber auch darüber zu reden, wo wir auseinanderliegen, zum Beispiel bei Fragen von Rechtsstaatlichkeit oder auch dem Umgang mit Geflüchteten an der belarussisch-polnischen Grenze. Glauben Sie denn nach Ihren Gesprächen, dass beim Thema Rechtsstaatlichkeit etwa sich Polen da bewegen wird? Man hat, glaube ich, auch in der Pressekonferenz diejenigen, die das gesehen haben, gespürt, dass es da nicht nur unterschiedliche Sichtweisen gibt, sondern dass wir derzeit diametral auseinanderstehen. Das heißt, derzeit haben wir noch keine Lösung auf dem Tisch. Daran muss weitergearbeitet werden. Und ich halte es auch für richtig, dass von Seiten der Europäischen Kommission hier klar und deutlich gemacht wird. Und ich war deswegen ja am Tag vorher auch bei der Europäischen Kommission, um zu bekräftigen, dass wir es für richtig halten, dass darauf gedrungen wird, dass nicht nur EuGH-Urteile eingehalten werden, sondern dass das Fundament der Europäischen Union nicht verhandelbar ist. Sie haben außerdem auch humanitäre Hilfe für die Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze verlangt. In die Sperrzone hat Polen ja bislang niemanden reingelassen. Warum sollten die jetzt auf Ihre Forderung eingehen? Ich reise nicht an meinem zweiten Tag nach Polen oder jetzt auch in den nächsten Tagen in anderen Ländern mit einer Illusion. Ich löse jetzt alle Probleme. Das wäre nicht nur vermessen, sondern das wäre auch komplett falsch. Aber mir ist es wichtig, an meinen ersten Tagen meiner Amtszeit deutlich zu machen, wofür wir als neue Koalition stehen. Für Verlässlichkeit, für Kontinuität gegenüber unseren Freunden und Nachbarn, gegenüber den wichtigen Institutionen, die wir haben. Und aber auch deutlich zu machen, dass wir den Fortschritt nicht nur innenpolitisch wollen, sondern auch einen Fortschritt in Europa wollen und deswegen auch Dinge, wo wir sagen, da müssen wir gemeinsam als Europäer besser werden, offen ansprechen und das Gespräch, der Dialog, das ist das A und O von guter Außenpolitik, auch wenn schwierig ist, wie gerade in dem von uns besprochenen Fall. Ein anderer sehr schwieriger Fall ist die Entwicklung an der Grenze zur Ostukraine, Stichwort massive russische Truppenbewegung. Wie wollen Sie sich da positionieren?
Es war absolut richtig, dass wir schon in der Vergangenheit gemeinsam hier als Europäerinnen und Europäer auch gemeinsam im Rahmen der NATO deutlich gemacht haben, dass die Grenzen in Europa unverrückbar sind. Daraufhin hat es jetzt ja ein Gespräch zwischen Herrn Biden und Herrn Putin gegeben. Es gibt ein kleines Anzeichen, aber man muss ganz, ganz vorsichtig sein in so einer angespannten Lage dafür, dass man Gespräche wieder aufnehmen kann, gerade mit Blick auf das Normandie-Format, was ja lange Zeit nicht stattgefunden hat. Ich reise jetzt gleich weiter zum G7-Außenministertreffen, treffe mich dort auch mit dem amerikanischen Außenminister, wo wir gemeinsam darüber sprechen, wie wir jetzt die nächsten Tage gestalten können. War auch ganz bewusst gestern gleich beim Generalsekretär der NATO, weil das Gespräch hier wieder stattfinden zu lassen, das ist wichtig, damit es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt. Klare Haltung, die Souveränität der Ukraine, die ist für uns unantastbar und ein Einmarsch oder ein anderes Vorrücken hätte massive Konsequenzen politischer und auch wirtschaftlicher Natur mit Blick auf Russland. Bei einem weiteren Thema haben Sie als grüne Außenministerin eine Gemeinsamkeit mit der polnischen Regierung, die Ablehnung der Gaspipeline Nord Stream 2. Bundeskanzler Scholz dagegen hält daran fest. Wer setzt sich denn da durch, Sie oder der Kanzler? Wir haben so große Herausforderungen und gerade auch mit Blick auf die Situation gegenüber Russlands, das Kanzleramt und Außenministerium bei all diesen Fragen zentral und eng und gut abgestimmt miteinander zusammenarbeiten müssen. Die Grundlage bietet dafür unser Koalitionsvertrag, wo wir auch eine gemeinsame Haltung mit Blick auf Nord Stream 2 festgelegt haben, dass auch für diese Gasinfrastruktur das europäische Energierecht gilt. Man hatte aber schon den Eindruck, dass Sie sich da im Kabinett erst noch etwas sortieren müssen. SPD-Fraktionschef Mützenich hat ja da schon mal vorgelegt, dass die deutsche Außenpolitik, Zitat, insbesondere im Kanzleramt gesteuert werde. Wie viel Spielraum haben Sie denn da noch? Wir haben wahnsinnig große, nicht nur Herausforderungen, sondern man muss es deutlich sagen, globale Probleme. Das ist eben nicht nur die Frage Ukraine, Russland, das ist auch das Iran-Abkommen, wo wir gerade in einer tiefen, tiefen Krise sind. Wir haben die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze. Wir haben eine Klimakrise weltweit, wir haben eine Pandemie weltweit. Und natürlich müssen da diese globalen Fragen, die großen Themen unserer Zeit, sowohl im Kanzleramt als auch im Außenministerium, aber auch in all den anderen Ministerien mitgemacht werden. Und das ist genau das Neue dieser Regierung, die wir dort aufstellen, nämlich die großen Fragen nicht jedes Ministerium für sich zu denken, sondern ressortübergreifend zu krempeln, weil allein die Pandemie, die kann auch das Gesundheitsministerium nicht alleine lösen, sondern auch das ist eine globale Frage und das gilt erst recht für alle anderen großen sicherheitspolitischen Fragen, dass wir nur mit gemeinsamer Kraft einer Koalition und nur gemeinsamer Kraft von uns Europäerinnen und Europäern überhaupt eine Chance haben in diesen stürmischen Zeiten. Sagt die neue deutsche Außenministerin Frau Baerbock. Vielen Dank für das Gespräch. Danke ebenso. Alles Gute.